halt dieses Hub und du läufst halt einfach und hältst das Schwert aus, so ganz komisch. Borderline Productions proudly presents der Top 25 Nostradamus TV Gags of All Time bisher. Nach einer spontanen Idee von Herodes wurde von Robin diese subjektive Liste erstellt. Viel Spaß! Da haben wir Jurassic World Alive. Auch hier. Ich sehe jetzt auf jeden Fall ganz Stress, die sich richtig freuen, weil die ist ja so ein richtiger Dino-Friend. Und die mag das bestimmt. Also hier geht es mir auch nicht darum, dass das mega witzig ist, aber es sieht einfach so episch aus. Also die Szene gibt es halt so in dem Jurassic World im ersten Film. Und mit dem fucking Leuchtfeuer und der diesen Sauer, es ist einfach dieser perfekt. Jogger ist auch völlig, weiß ich nicht, ob Jogger ist so ein Typ, der es eigentlich hat. Ist auch völlig am Rumkegeln. Ja. Wow. So hässlich auch immer schon. Oh, ja, Maggie. Die war. Oh. Die haben wir auch schon, Maggie, nicht mehr gesehen. Die Maga. Ich studiere in Berlin. Ja, ich weiß. Ja, also ist nur wegen der Epic quasi drin, aber also der ist halt ikonisch. Und okay, dann sag ich links raus. Und rechts das grüne Zeug, das ist einfach, das sieht auch schön aus, finde ich. Ja, ich finde auch, wenn man an Jurassic Park denkt, denkt man als allererstes an Fahren. Und ich denke, da dieser Clip hier es reingeschafft hat, ich vermute, dass ein gewisser Feuerlöscher nochmal... Feuerlöscher? Nicht? Kommt das noch? Weiß ich nicht. Ist auch ähnlich episch. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Moment. Ganz kurz, Maggie ist in hochrangigen Schuhen gerannt. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Sieht man nicht? Sieht man doch. Ganz am Anfang sieht man es kurz. Chris Tepke. Gut. Halleluja. Any report of gay people today? No, no news. Have you seen gay people? I bring them some Halleluja. Okay. Have you a document? What? Ach, die Spaghetti. Oh, das ist schief gegangen. Die Spaghetti. Ach, die ist schief gegangen. Also, da geht's jetzt auch weniger um dieses, hey, habt ihr Schwule gesehen, sondern alleine der Gag. Wir bauen aufs fucking Spaghetti, weil haha, wir sind in Rom, eine Waffe. Die auch noch richtig gut aussieht. Die sieht wirklich geil aus. Ich will's gar nicht falsch sagen, aber ich glaube, Franz hat die gebaut. Wanna touch my spaghetti? Ja. Finden Sie das witzig? Ja. Nee, wie war das? Are you insane? No. You know what you're carrying? Yeah, it's spaghetti. You're insane. Okay, I'm sorry. Man hat den Gag nicht verstanden. Das ja, aber ganz am Ende. Der Polizist fragt auch immer so und Kalle sagt dann so, nee, genau, ist das eine Waffe? Und der sagt so, nee, ist ein Spaghetti. Ach so, you find funny this? I don't find funny this. Okay. Okay, vielleicht auch sowas. You find funny this? I don't find funny. Okay, okay. Rom, der Kirchenstaat da drinnen, 250 Meter groß, Quadratmeter groß. Wie heißt der Laden? Von der Kirche. Die haben da so ein eigenes Gebiet in Rom. Vatikan. Der Vatikan, exakt. Das, was sie da drinnen gesagt haben. Ich meine, das ist mir selber eingefallen. Aber das war auch im Kontext von irgendwelchen... Sachen? Ja, die hatten neuen, von Jahr oder so. Der Vatikan hatte einen neuen Skandal, dass da irgendwie so Escort-Leute rein rausgegangen sind. Oder ein Escort-Typ hat irgendwie mit 30 Priestern da drin Sex gehabt oder so. Mhm. Und nach außen hin war es halt dieses, ja, Schwule sind böse. Und deswegen halt mit der Waffe, habt ihr irgendwo Schwule gesehen? So. Ah. Und die laufen halt alle wirklich da so rum, weil der Vatikan ist halt super hoch. Da läuft halt Militär rum mit Maschinenpistolen. Mhm. Und ja. Das war der schicksalhafte Moment, an dem wir die Ninja-Robe verloren haben. Musst du da nochmal anrufen, würde ich sagen, und frag, ob du die wiederkriegst. Ich meine, wir müssen die da ja irgendwo haben. Habe ich schon gemacht. Ach so. Auch hier, Alter, oh, das finde ich innerhalb des Videos so geil. Ganz kurz, Welcome to Vatican City. Am Anfang des Videos von Rom singe ich halt diesen Song und so, Welcome to Rome. Und der Vatikan ist ja ein eigener Staat. Mhm. So. Und dann am Ende wird halt der Bogen in dem Video so geil gespannt, so Welcome to Vatican City, wo halt das alles so unentspannt ist. Mhm. Weißt du? Und dann. Dü, 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 dü. Man hat den Gag nicht verstanden, oder? Ja, man hat nicht.
Perfekt. Da. Oh, danke schön, danke schön, danke schön. Wobei, bei diesem Tipp muss ich sagen, habe ich ein bisschen vergeigt. Nee. A, weil ich viel zu spät in die Knie gehe und B, weil ich das Auto hupt und ich so, oh, schnell weg, schnell weg. Ja, genau das. Es ist der, mit Abstand der beste Clip in dem ganzen Video für mich, mit großem Abstand. Diese Schulterrolle auch. Du hältst das Schwert halt auch am äußersten. Nee, so ihn. Das ist alles so großartig. Und dass in dem Moment die Musik aussetzt, das ist einfach perfekt, weil das ist auch im Film halt so ein epischer Moment. Und hier wirkt es auch erst noch episch, ne? Und dann so der erste, aha, okay, es ist eine Konfettikanone. Und nee, dann halt dieses Hupen und du läufst halt einfach, hältst das Schwert auch so ganz komisch. Du hast gesagt, wie soll das denn in deinem Rücken geben? Wenn wir warum? Ja, also es ist ja, man könnte argumentieren, dass das eine Waffe ist und dass das in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so cool ist, aber es ist alles verjährt. Ist das Herr Rodesen? Ja. Also ich liebe den Clip. Ist nicht der meistwiederholteste Clip. Der meistwiederholteste Clip, man sieht das ja unten, ist tatsächlich, wie du dem Typen die Pillen anbietest. Okay. Aber nicht, ob ich umkippe, oder? Nee, in der Gasse. Ja. Nun gut. Das ist die Hochzeit in Paris. Die Hochzeit in Paris. Da wurde nach kurzer Zeit eine Scheidung eingeleitet. Ich denke auch. Hey Kalle, möchtest du diesen Menschen überhaupt wirklich heiraten oder willst du welche mit mir mit? Ja, ich denke, du bist der hübschere Tschüss-Gehe-Mensch. Hat sie sich so gedacht. Genau. Genau in der Stimmart. In der Stimmart. Ich muss sagen, das wäre für mich auch fast eine Position für einen Top-10-Clip. Weil, also von der Witzigkeit her finde ich den überragend. Wo sind wir gerade? 12. Oh, okay, ja. Aber, wurde da eben eingeblendet. Das war halt super spontan und ich glaube, man hätte sogar noch mehr machen können. So. Und deswegen, also weißt du, ich will halt hier auch Gags, die man sich quasi vorher wirklich bewusst überlegt hat, würdigen. Und der war halt so spontan, aber es ist einfach mega gut. Aber sie guckt ja direkt in die Kamera, ne? Als ob sie wüsste oder sich denken würde, oh, das ist vielleicht Teil des hier gerade ablaufenden Programms. Ja, und er findet sie offenbar nicht total witzig. Und sie denkt so, ja, wird schon so. Also sie will ihn ja gar nicht jetzt flachsen. So. Sie denkt wahrscheinlich einfach, ist Teil, wie gesagt, der Hochzeit. Irgendwie hat sich wieder was Kleines überlegt oder so. Und wahrscheinlich hat das jetzt vielleicht noch so Auseinandersetzung geführt. Wahrscheinlich. Umgelaufen, den Pit oder den verstehe ich. Ja. Den fühle ich auch ein bisschen. Was ist denn in dieser Konstellation? Der da hinten. Okay. An dem Kofferraum. Ah, natürlich. Der gerade Gutes gekauft. Gut und günstig einkauft. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass Leute denken, dass das geplant ist. Es gab auch beim Tolling Singer schon mal so eine Szene, wo Kalle irgendwie so singt und so eine Frau so, oh, was? Weil sie gerade sich in dem Moment genau an der Ecke mit dem Typen treffen wollte. Mhm. Und sie so, oh, was? Du hast das hier für mich gemacht? Und so. Oh, halt ja. So. Und vielleicht ist das dann sehr, sehr ernüchternd. Ja. Aua. Aber top. Ja. Bester Clip in Rom, in Paris auf jeden Die Fall. Braut, die sich geklaut wurde. Das geht gar nicht. Was ist das? Zahnbürste in real life. War das das? Nee, das ist How to Shit. Das ist. Ach so! Ist halt ein bisschen Vorgeplänkel, was du jetzt hier gerade siehst. Mhm. Aber die Szene, die gleich kommt, die ist halt schon sehr ikonisch. Die ist so ikonisch, dass meine Pizzalieferantin mich darauf angesprochen hat. Ey, jeder hat das irgendwie gefilmt gefühlt. Und wir haben das auch Leute geschickt. Ey, ist das hier nicht dein Kumpel hier, dein Typ und was? Ich so, ja, ich war da auch in Köln schon leider, ne? Ja. Und du hast mir davon auch nicht so viel erzählt, ne? Und dann alle schicken mir das, ist das nicht Robin und was nicht alles? Und so, ja, das ist ja. Das war so, glaube ich, das letzte Jahr, wo Facebook relevant war. Und da war das richtig hart rumgehypt. Das kann sein. Hast du das Klo noch? Ich habe das Klo nicht mehr, nein. Ich hatte die Idee halt schon irgendwie über ein Jahr. Dieses scheiß Klo lag ein Jahr lang in meinem Keller, bis ich die zündende Idee hatte. Also ich wusste, dass ich quasi auf dem Skateboard Klo fahren will, aber du brauchst halt eine Prämisse. So. Und dann kam diese Prämisse und dann, okay, Franz, wir wissen. Und es ist wirklich richtig geil. Das Klo ist besetzt.
Die Zeitung für sich genommen. Die Zeitung macht es. Ja. Ist ja auch absolut. Ich weiß nicht, das ist halt klein, aber auch so self-containing sozusagen. Es ist einfach, da ist vorne an, hinten Ende, Schleife drum, perfekt Clip. Zack. In kürzester Zeit. Das ist auch selbst diese Hochkant-Scheiße. Da ist ja für sich genommen 3 Sekunden schon der ganze Gag in kürzester Zeit erzählt und er ist wunderbar. Ja. Aber es hat nicht ganz für die Top 10 gereicht. Verdient der 11. Die Top 10 seht ihr dann im nächsten Video.